So, hallo an alle lieben Zocker und Zockerinnen. Hier sind wir zu einem neuen Gameplay-Video von Assassin's Creed Origins. Wir befassen uns noch einmal mit der Mission Geschmack eines Stichs. Und zwar gibt es dort mehrere Orte, die man finden kann, um diese Mission zu starten. Ich habe einen weiteren Ort jetzt durch Zufall gefunden und würde euch den jetzt einfach gerne zeigen. Deswegen verbinde ich jetzt nochmal alle drei Orte, die ich gefunden habe, plus den Ort, wo das Missionsende sozusagen stattfindet, und dann werde ich einfach mal loslegen. Ich habe jetzt neu als Ort entdeckt den Schrein des Serapis hier oben in der Region auf der Insel, rechts neben dem Hippodrom. Es gehört auch noch zu Canopus Nome, direkt hier am Rand. Wie gesagt, hier ist diese größere Insel oben am Rand. Und genau hier Schrein des Serapis. Hier ist ein Versteck, ein Lager, und am Schrein des Serapis, der ist genau dort oben, dort seht ihr ihn, ist hier unten, wie gesagt, die Leiche. Vermutlich das Werk von Selkets Kult. Von Selkets Kult, und wenn man hier jetzt reingeht, findet man wahrscheinlich noch mehr Spuren. Ich kann die Spuren leider nicht mehr lesen, weil ich eben die Mission schon beendet habe. Aber ich würde schätzen, dieser Sarg wird dazugehören und wahrscheinlich auch dieser blutverschmierte Tisch. Wie gesagt, das ist jetzt der erste Ort. Der zweite Ort, wo ich sozusagen die Mission begonnen habe, der ist ein ganzes Stück weiter weg. Hat mich jetzt auch wirklich gewundert, dass ich dort was gefunden habe von diesem Kult, weil ich dachte, es wäre so wie eine Linie. Ist hier im Mariozee die große, ganz große Insel, besser gesagt die größte Insel, und hier ist die verlorene Krypta. Und dann kann man hier ganz schnell zur Schnellreise gehen, und direkt unter der Schnellreise, besser gesagt unter dem Aussichtspunkt, findet man auch schon ein paar Spuren. Man muss an jedem Ort so viele Spuren finden, bis eine bestimmte Leiste voll ist, damit man sozusagen die Spuren richtig lesen kann und am Ende auch das Rätsel lösen kann, wer dahinter steckt. Ansonsten muss man eben, wie ich, durch Zufall auf das Missionsende, besser gesagt auf die Täter stoßen. So, wenn man jetzt hier guckt, ich bin jetzt hier oben am Aussichtspunkt, und dort unten seht ihr schon das blutige Laken wieder. Jetzt sieht man kein Blut, wenn man so, da ist wieder Blut. Ist ein bisschen kleiner Spielfehler, wie gesagt, hier das blutige Laken. Dort unten auf dieser Insel ist eine Statue, die gehört, glaube ich, dazu. Und dann dieser Sarkophag, der dort verteilt ist in zwei Teile. Ja. Das ist sozusagen der zweite Ort. Für mich war das der erste Ort. Und dann komme ich jetzt zum sogenannten dritten Ort. Der ist hier in den Ruinen von Neret-Reset. Auf dieser Insel hier eigentlich sozusagen, wenn man das so lang geht, eine gerade Linie ist es fast, und dann kommt man wirklich genau hier hin. Deswegen, ich dachte auch, alles wäre auf dieser Linie, weil ich habe hier irgendwo in der Nähe noch was gefunden, aber da habe ich mich nicht so mit dieser Mission befasst, weil ich nicht wusste, dass es wirklich so eine Auswirkung hier schlägt. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier ist diese Ruine, und da gehen wir jetzt einfach ganz schnell mal hin. Die 2 Minuten haben wir. Das ist für mich eben der dritte Punkt, oder besser gesagt die dritte Stelle, wo ich Spuren entdeckt habe. Und ja, wie gesagt, es gibt aber, glaube ich, eine vierte, wenn ich mich nicht irre, und vielleicht sogar noch eine fünfte. Also wie viele es jetzt wirklich gibt, weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall mehr als 3, bin ich der Meinung. Und ja, wie gesagt, wenn man alle bestimmt gefunden hat, würde ich mal schätzen, wird das Rätsel von alleine gelöst. Aber so muss man eben, wenn man das nicht tut oder wenn man nicht alle Sachen findet, muss man eben schon Glück haben, dass man wie ich auf das Ende stößt. So, und jetzt sind wir hier vom Aussichtspunkt, der nicht weit weg ist, direkt dort hinter dem Hügel, ist jetzt hier diese kleine Ruine, wie ich sie eben auf der Karte gezeigt habe.
Und dort finden wir wieder ein blutiges Laken und ein Sarkophag mit einem Skorpion drauf. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Orte findet oder wisst, schreibt es bitte gerne für die anderen Spieler in die Beschreibung. Das wäre natürlich cool, weil ja, dann haben die anderen auch was davon, nicht nur ihr. Und wie gesagt, das war jetzt der erste, besser gesagt der dritte Ort. Eins. Hier ist der zweite auf der Insel. Und dort oben, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen verwirrt. Hier, genau hier. An dem Schrein des Serapis ist der dritte Ort, den ich entdeckt habe. Und dann gibt es hier diese große Insel Karkemnome. Und dort ist das Ende. Genau eigentlich, wo der Aussichtspunkt ist, ist hier diese Ruine unten, wenn ihr sie findet. Oder wenn ihr sie seht eben, ist eigentlich... Ja, die Insel ist ein bisschen dürr sozusagen. Es gibt da nichts wirklich zu tun auf der Insel, aber eben diese Mission endet auf dieser Insel und auf dieser Insel ist auch ein Steinkreis. Also von da aus ist es ja irgendwie doch schon eine interessante Insel, aber irgendwie ist die völlig kahl. Ich glaube, bis auf diese zwei Sachen ist hier wirklich nichts groß weiter drauf. Also, und im Lager, ja, okay, ein Lager, dann gibt es hier noch ein Löwennest, aber so, dafür, dass es so eine große Insel ist, finde ich, ist hier sehr wenig zu machen. So, jetzt sind wir hier am Aufsichtspunkt und dann werden wir uns mal hoffentlich hier nicht töten, indem wir runterspringen, aber wir springen mal hier einfach runter. Und hier unten... Hier unten, wenn man die Treppe runter geht, findet man dann die weiteren Spuren, besser gesagt die Spuren, die zu den Tätern führen, weil man eben sieht, hey, hier sind ja so viele Särge, hier muss es ja losgehen, ist ja klar. Hier ein noch sauberes Laken, trotzdem wieder Särge. Hier eine Leiche, ein Skelett, okay. Und ja, dann findet man hier eine weitere Spur, dann hört man hier durch und hört, dass hinter dieser Mauer irgendjemand ist. In dieser Mission und denn ist eben die Mission, besser gesagt, dann wartet, lass mich kurz überlegen, dann besagt die Mission eben, dass man eine Höhle finden soll oder besagt den Eingang einer Höhle und dieser Eingang, ich muss den mal hier kurz töten, es gibt ja auch noch ein paar EP. Au. Und dieser Eingang der Höhle befindet sich gleich hier hinter den Ruinen. Ich hoffe, ich bin jetzt auch richtig. Ja, genau hier ist der Steinkreis. Der Steinkreis der Hathor. Und dort ist der Eingang der Höhle nicht zu übersehen. Und dort kann man die Mission beenden. Ich zeige jetzt nochmal am Ende alles auf der Karte. Wie gesagt, ich habe die Mission auf dieser Insel gestartet. Habe durch Zufall hier weitere Spuren gefunden. Jetzt durch Zufall, was eben schon zu spät ist, weil ich die Mission schon beendet habe, habe ich hier auf dem Schrein des Serapis weitere Spuren gefunden. Und wie gesagt, hier war die zweite Stelle, die große Insel. Und dann habe ich hier am Aussichtspunkt sozusagen das Ende der Mission gefunden, die letzten Spuren, und habe sie an diesem Steinkreis in der Höhle hier beendet. Ja, was soll ich sagen? Es ist eine leicht tricky Mission, weil man da wirklich viel suchen muss. Und ihr seht, wenn ich nicht jetzt durch Zufall hier auf dieses Ende gestoßen wäre, dann hätte ich vielleicht jetzt noch nicht alle Fundorte für die Detektivarbeit gefunden, sagen wir es mal. Und dann hätte ich vielleicht auch jetzt noch nicht diese Mission beendet. So, jetzt habe ich euch alles gesagt, was ich zu dieser Mission weiß. Wie gesagt, wenn ihr noch was wisst, schreibt es bitte gerne in die Kommentare für alle anderen Zocker und Zockerinnen. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit diesem Spiel und auch mit weiteren Spielen. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.